Die Arbeit in der ZNA ist eigentlich durch zwei große Punkte gekennzeichnet. Einmal das Team und einmal die selbstständige Arbeit. Die pflegerischen Aufgaben der zentralen Notaufnahme sind weit umfassend. Wir haben natürlich auch die grundpflegerischen Prinzipien wie auf Stationen, wie die körperliche Pflege von Patienten, wir haben die Gipspflege, wir haben Schienen, Verbände, medikamentöse Therapien, aber auch natürlich die spezieller pflegerischen Maßnahmen, wie zum Beispiel bei uns der intravenöse Zugang, der bei uns zur Pflege gehört und nicht zum ärztlichen Aufgaben. Die Voraussetzung, um in einer zentralen Notaufnahme zu arbeiten, ist natürlich primär erstmal die abgeschlossene Ausbildung zum Pflegefachfrau oder Pflegefachmann, die mit 3 Jahren ja beendet ist. Danach kann eigentlich jeder zu uns kommen. Natürlich erwarten wir in der Notaufnahme ein hohes Engagement zur Eigeninitiative. Es ist sehr stressig bei uns, oft sehr stressig bei uns, und man muss sehr, sehr flexibel und selbstständig arbeiten können. Was natürlich in der Notaufnahme toll ist, sind die Spezialisierungen nochmal in diesem Bereich. Das heißt, man kann nochmal eine zweijährige Fachweiterbildung zur Notfallkrankenschwester oder Notfallkrankenpfleger machen, was ähnlich wie der Anästhesie- und Intensivfachweiterbildung angegliedert ist. Und man hat ganz viele Möglichkeiten, sich trotz noch weiterzubilden, Manchester Triage zum Beispiel. Wir haben da sehr viel großes Spektrum, was man halt nutzen kann. Die Manchester Triage ist quasi der Erstkontakt zum Patienten bei uns im Krankenhaus in der Notaufnahme. Das bedeutet, nicht ein Arzt sieht den Patienten zuerst, sondern eine Pflegekraft sieht den Patienten zuerst. Die Pflegekraft ist halt dafür da, um den Patienten zu kategorisieren nach der Dringlichkeit. Das bedeutet bei uns, die werden in Farben kategorisiert, in Rot, Orange, Gelb, Grün oder Blau, was halt auch ein Stück weit die Wartezeiten beinhaltet. Aber wichtiger ist halt wirklich die Dringlichkeit, wonach halt diese Farben kategorisiert sind, die halt diese Pflegekraft erstellt. Das bedeutet aber auch, dass diese Pflegekraft nicht nur nochmal eine Weiterbildung machen muss, um diese Manchester Triage durchzuführen, sondern auch eine langjährige Berufserfahrung braucht, um halt das ganze Spektrum aller Krankheiten greifen zu können.